sind hier am Biohof Köchler. Der Hofname war eigentlich immer der Bruckelenhof. Ich bewirtschafte mit meinem Mann miteinander den Hof und auch die Kinder. Wir haben 12 Milchkühe und ungefähr allem das gleiche an Jungvieh. Und haben jetzt 600 Hennen und werden jetzt noch gleich mal auf 900 aufgestockt. Die Milch für die Kühe, das wird zur Gänze der Deutschlandmilch gestellt. Wir haben nachher auch noch Fleisch, was wir, Jährlingsfleisch, was wir verkaufen. Aus den Eiern werden auch Nudeln gemacht, was wir einfach alles vermarkten. Und so muss man halt auch die Produkte alles machen können. Wir haben einen Hoflohn, was ein Selbstbedienungslohn ist, wo wir das haben. Und wir dann auch die Eier liefern. Und auch wenn jemand Nudeln bestellt, nehmen wir auch gerne die Nudeln mit, was wir mitliefern. Circa 13 bis 14 Monate sind unsere Hennen als Legehennen am Betrieb. Und danach werden es Suppenhennen. Am Vermarkt bereitet man ganz viel Freude. Also einfach der Kontakt mit den Kunden, dass man oft in ganz interessante Gespräche verwickelt wird und auch, dass ich die Kunden darf aufklären über viele Sachen, weil es ist nicht überall das Bewusstsein so stark, wir Bauern haben das tagtäglich mit den Storn, aber man kann nicht davon ausgehen, dass einfach jeder das alles weiß und einfach, dass man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten kann.